Puck, puck. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssten jetzt, glaube ich, nach da oben. Jo. Das lässt du mich wahrscheinlich vorreiten, damit sie hinterher reiten kann, wa? So, wenn ich dann gleich wieder im Lager bin, was ist das? Der Hof zur Blut. Oh. Meine Lager werden von einem Grubenlord aufgehalten. So. Erfüllt unseren Pakt und eilt ihnen zu Hilfe. So. Da oben ist. Ach, guck mal, da ist noch ein Raumob. Da ist noch ein Raumob. Da ist noch einer. Ja. So, Junge. Das ist doch volle Breitseite hier. Ich bin kein Tank. Was willst du von mir? Die ganze Zeit gibt es das Gefühl, ich bin Tank. Wow, heiße Füße. Hab Dank. Kommt, Brüder. Zurück in den Kampf. Ja, hab Dank. Das sage ich schon mal immer. Hab Winde. Hab ruhige Winde. So, jetzt reiten wir mal rum, weil wir wollen jetzt erstmal wieder ins Lager. Muss halt nur gucken, wie ich hier am dezentesten vorbeikomme. Und dann schreiben wir dem Herrn da gleich mal, der uns in die Gilde einladen wollte, dass wir keine Gilde brauchen, weil wir schon eine haben. No? Nur um die Uhrzeit ist bei uns leider... Uah! La Busch. Das, da wäre ich wahrscheinlich ohne Mount besser drüber gekommen. Ach nee, ey. Mann, 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 Mann. Manchmal, ne? So, stopp die Bombe. Haben wir. Dann die Zahl der Legionen haben wir auch erledigt gerade. Und den Folianten haben wir auch. So, schon wieder was Episches. Lest den Folianten der Dämonengeheimnisse und entscheidet euch für eine Spezialisierung, Verwüstung oder Rachsucht. Alles klar. So, wir tauschen jetzt erstmal noch. Was hat er denn für Taschen? 20er, 20er. Müssen wir mal gucken. Das ist ja ein 28er, ne? Dann können wir die doch mal so machen. Dann können wir wieder anwerfen. So, Kopf austauschen. Schulter, Hände. Und jetzt soll ich den Folianten lesen? Wo ist denn der Foliant? Ach so, das hier. Ist zu weit entfernt. Da. Was machen wir denn? Verwüstung. Eure Meisterschaft der Verwüstung Fortsetzung. Dämonier, die auf die Verwüstung spezialisiert sind, können sich in beflügelte Dämonen verwandeln. Sie konzentrieren sich auf Nahkampf. Erhaltet ihr Metamorphose und Meisterschaft dämonische Präsenz. Meisterschaft zur Rachsucht wechseln. Rachsucht-Dämonier können sich in Dämonen verwandeln. Sie konzentrieren sich aufs Tanken. Mädchen aus Rachsucht erhaltet ihr Metamorphose sowie Meisterschaft Dämonen. Wird dabei zu Dämonenstachel. Erhöht eure Parierchance um 20, verringert den körperlichen Schaden. Ich bin gerade überlegen, ob ich wirklich DD mache oder ob ich den mal als Tank teste. 8%. Wobei ich würde gerne beides testen. Ja. Wir können ja mit Sicherheit später auch nochmal die Spezialisierung wählen. Wobei, wisst ihr was? Ich denke, ich werde ihn als Tank spielen. Einfach nur mal, um zu gucken. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Abyssischer Schlag. Die Reichweite von Inferno-Einschlag ist um 10 Meter erhöht und die Abklingzeit
ist um 5 Sekunden verringert. Klingen Dämonenstachel aktiv ist, wird euer Verursacherschaden um 20% erhöht und eure Nahkampfangriffe verlangsamen Ziele für 6 Sekunden. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30 und verursacht 50% mehr Schaden. Das ist auch passiv, alles passiv, ne? So, das ist Inferno-Einschlag, springt durch die Luft zur anvisierten Position und fügt allen Gegnern innerhalb von 6 Metern Feuerschaden. Abscheren, schert einen Gegner, verursacht so Schaden und hat eine geringe Chance, ein geringes Seelenfragment von eurem Ziel abzuspalten. Bei Aufzählen um... Okay. Auf alle Gegner vor euch ein, fügt ihn und teilt euch um 40.000 auf eurem verbrauchten Schmerz. Zählt alle Seelenfragmente innerhalb von 20 Metern auf. Feuerbrand auch. Hüllt euch in Flammen. Die Gegner innerhalb von 8 Metern sofort Feuerstaben zufügen. Zusätzlich pro Sekunde. Alles klar. Magie aufzehren. Genau, das ist unterbrechen. Kleve werfen. Nach dem Ziel kann von bis zu 2 weiteren Gegnern. Okay. Das ist ja das Gleiten. Indem ihr beim Fallen springt. Okay. Das Mount kommt hier mal raus. Das war ja die Geistersicht. So. Feuerbrandaura. Inferno-Einschlag ist um 10 Meter erhöht und die Abklingzeit ist um 5 Sekunden verringert. Also ich glaube, für einen Tank würde ich glatt sagen, ist das wohl besser. Gucken wir mal eben, was hier sonst noch so ist. Doppelsprung. Verringert dem erlittenen körperlichen Schaden um zusätzlich. Okay. Ein Ziel tötet, wie dessen Seele manchmal zerbrochen, wodurch für 20 Sekunden ein Seelenfragment gezogen wird. Wird aufgezehrt, wenn ihr euch nähert und heilt euch um. Das Verzehren einer Dämonenseele gewährt euch 15 Sekunden lang um 20% erhöhten Schaden. Zauberschutz aufladen. Magieschaden. Platziert ein Zeichen der Stille im Ziel. Bringt alle Gegner im Effektbereich des Zeichens für sich zum Schweigen. Okay. Platziert ein Zeichen des Elends an eurer Position, das sich nach 2 Sekunden aktiviert. Lasst alle Gegner im Wirkungsbereich vor Angst erstarren. Ziele sind 30 Sekunden lang desorientiert. Alles klar. Wir, sind alles, was zwischen wir müssen die Truppen der Legion hier im Vulkan angreifen. Es ist wichtig, sie auszuschalten, bevor wir das Kommandoschiff der Brutkönigin, die Teufelshammer, angreifen. Unser Plan lautet, die Brutkönigin zu töten und den Schlüsselstein an uns zu nehmen. Dann können wir zum Schwarzen Tempel zurückkehren und die Invasoren zurückschlagen. Keine leichte Aufgabe, doch ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können. Na, ja, Quest beenden. Metamorphose. Wir müssen die Truppen und so genau, spürt meine brennende Rachsucht. Lehrt eure versammelten Dämonenjäger die Kunst der Rachsucht, darum fürchtet uns die Legion. Nur wir können ihre Geheimnisse gegen sie verwenden und dabei doch stärker werden. Sie jemals sein. Schnell, Tunara, lehrt uns, was ihr gelernt habt. Hä? Lehrt eure was? Lehrt uns, was ihr erfahren habt. So, jetzt muss ich erstmal. Achso, die sind glaube ich alle hier, ne? So. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr? Es ist unser oberstes Ziel, den Schlüsselzeit zu bergen. Sobald wir hier unten fertig sind, können wir uns Tyrannas schwebenden Kommandozentrum kümmern. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterben. Dämonische Energie. Ich fühle mich noch tödlicher. Alles klar. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr so aufgegeben? Ich werde euch beibringen, was ich über die dämonischen Geheimnisse weiß. Lasst euch nichts von der Macht. Ich spüre, wie es meine Adern durchströmt, meinen Körper verändert. Super. Mein Leben dient einzig. Seid bereit, die Geheimnisse der Legion zu Korvas? Ich könnte die Legion ganz allein vernichten.
Korvas ist auch so eine kleine, ne? Hört gut zu, Ciana. Ich sage euch, was ich aus den Varianten der Dämonengeheimnisse gelernt habe. Vertraut auf uns, Degans Plan. Mehr. Ich will noch mehr Macht. Oh. Das ist nicht gut. Wenn jemand so nach Macht schreit, das ist normalerweise keine gute Sache. Einzig den Untergang der brennenden Legion. Noch etwas? Manatrell, wo ist der denn? Tod der Legion. Ach, der sitzt da. Wir sind Hi, macht euch bereit, ich werde euch mit der Macht der Legionsgeheimnisse. Wartet, ich kann die Macht nicht behalten. Nein, Manatrell. Okay. Staub zu Staub? Oder was soll das sein? War zu geschwächt. In uns tobt eine nie endende Schlacht um die Kontrolle der Dämonenkraft, die wir alle in uns aufgenommen haben. Vielleicht wäre es das Beste, die Unterweisung für den Moment zu verschieben. Wir können uns keine weiteren Verluste erlauben. Der Tod naht auf teuflischen Schwingen. Es wird Zeit. Wir haben den Truppen der Legion einen vernichtenden Schlag zugefügt, von dem sie sich nie erholen werden. Jetzt tragen wir den Kampf zu Tyrannas Kommandozentrum. Schnell, kümmert euch um eine Flugmöglichkeit. Lasst euch von Isa Weißmond eine Teufelsfledermaus geben und fliegt hinauf zu Teufelshammer. Alles klar. Los, auf in die Lüfte. So, wo ist er? Da drüben. Da drüben ist er. Allen viel Glück. Ich bringe den Rest von auch eine. Alter, was sind denn das für Viecher? Schaut euch dieses Vieh an. Ich mache mal so ein paar Screenshots. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ach so, ich wollte ja dem Typen noch schreiben. Muss ich gleich mal gucken. Kleinen Moment mal eben. So, wieder da. So, ich guck mal kurz. So. Ah, jetzt ist er offline. Na gut. Mein Leben dient der Tod. Einzig dem Untergang der brennenden Legion. Dennoch kümmere ich mich jetzt besser darum, wie wir hier schnell rauskommen. So, der Schlüsselstein. Tonara, Brutkönig Tyrann, ist dort im Befehlsstand. Die anderen haben ihn bereits gestürmt. Sie besitzt den Sagarit-Schlüsselstein. Endlich ist das so, wofür wir so viel geopfert haben, zum Greifen nah. Tötet die Königin und entreißt ihr den Schlüssel. Trefft euch danach mit den anderen unten in der Portalkammer. Ah, da gibt's auch wieder Kopf für. Ich werde das Fluchtportal zum Schwarzen Tempel sichern, sobald die anderen hier eintreffen. Schnell, Kain hat bereits mit dem Angriff auf Tyranna begonnen. Ihr und eure Dämonenjäger! Ah, mein Gebieter, sage ich! Nein! Wir von Sage Tempel zu. Er wird niemals euch gehören! Ach, guck mal! Ach, jetzt haben wir die ganzen Sprints ja nicht mehr, ne? Wo ist sie denn? Also ich habe den Schlüssel nicht. Nee. Irgendwie. Der Schlüsselstein. Tötet die Königin? Ja, da war ich, glaube ich, da habe ich ja noch nicht draufgeschlagen gehabt. So. Ihr und eure Dämonenjäger seid nicht! Der Schlüsselstein wurde mir von Sagerath selbst angeschlossen! Niemand widersteht meinem Kurs! Was ist das hier? Oh, jetzt hat sie mich auch noch gestunt, weil ich ihn ja aufgefasst habe, ne?
So, die Form, die ich da jetzt gerade habe, ist der Tank. Okay. Ja, holst du mal alle wieder raus hier. Na komm, Missy. Ach komm, Missy. Na? So, jetzt habe ich aber auch einen Stein. Zum schwarzen Tempel zurück.